So, nächste Folge YouTube geht jetzt praktisch weiter. Eine kleine Flasche, die Gewebeproben von Evelyn enthält. Ja, aber was soll ich aber damit eigentlich? Okay. Vor allem, wo muss ich jetzt lang, Leute? Wir waren jetzt hier. Rambo! Scheiße. Mal ohne Witz, wie komme ich denn jetzt weiter? Ah! Ja. Ja. Okay. Boah, ist das düster hier, Alter. Lol, wo bin ich jetzt? Errungenschaft freigeschaltet. In die Tiefen. Oh, das wird immer lustiger. So, wir sind jetzt wieder draußen. Hier ist das Schiff nochmal zu sehen von außen. Boah, alles voll mit toten Fischen hier. Lecker. Moment, da fliegt ein Helikopter. Das ist wie bei uns im See im Dorf, Alter. Warte mal, wie komme ich denn hier hoch? Ich muss. Ach, wir kommen da bestimmt schon. Ach ja, da ist ein Leiter. Ha. Jetzt kommt aber nicht wieder der Tote hier, oder? Der hier aus dem Boden rauskommt, aus dem Wasser. Das war ja ganz am Anfang auch so. Nee, gut. Abercrombie Salzberg Werk. Was war's? Munition. 18. Februar 1892. Es gab einen Einsturz in der Patterson Mine. Truan und Beckford sind tot. Und Huxley wird nie mehr eigenständig laufen können. Der alte Stan hatte recht, der Boden hier ist zu instabil. 19. Februar 1892. Die Firma wird uns keinen Ersatz schicken. Die wollen, dass wir stattdessen Zusatzschichten schieben. Die haben noch eine Macke, ist ja wie bei uns auf Arbeit. Ich kann es gar nicht abwarten, wieder nach Hause zu gehen. Frag mich mal, Alter. Was ist das? Beobachten die uns von dem Hubschrauber aus? Ach, das ist der Hubschrauber, jetzt erkenne ich's. Okay, Funke an. Alpha 1, hier ist Bravo 1, bitte kommen. Hier ist Alpha 1, Bericht, habt ihr was? Eine Durchsuchung des Baker-Anwesens hat keine Überlebenden ergeben. Ich wiederhole, keine Überlebenden. Wir fanden aber Hinweise auf einen Kampf. Evelyn. Negativ. Doch wir haben verschlüsselte Nachrichten vom Sohn der Bakers, Lucas, an einen unbekannten Dritten gefunden. Du kannst dir wahrscheinlich denken, wer das war. Das ist großartig. Er soll im verlassenen Bergwerk südlich des Anwesens sein. Ich werde nachsehen. Roger, wir werden dich an den Koordinaten treffen. Wenn ihr Evelyn begegnet, lautet euer Befehl, sie zu eliminieren. Ich wiederhole, eliminiert sie. Tja, das werden die wohl nicht schaffen. Schiff, Sumpf, Labor. Okay. So, wir haben jetzt noch Steroide, sehe ich gerade. Das haben wir ja rausgenommen im Wohnwagen. Scheiß auf die Waffe, oder? Mal ehrlich. Nein!
Wir hätten die Münzen vielleicht in die Truhe packen sollen mit... Ach nee, sind... Nee, gut, hat er. Easy. Scheiße, aber lass uns... Ja, lass uns tunen hier. Komm, fuck auf, Alter. Den Rest stecken wir dann in die Knarre. Na komm her. Ja. Noch 6. Warte mal. Oh, ich bin wie ein Mensch. Das Messer. Die drehe ich nämlich mit. Granatenwerfer lassen wir mal hier. Maschinengewehrmunition. Das hat. Genau, das hat jetzt praktisch. Jawohl. Das hat uns praktisch jetzt Mia zurückgelassen. Dann würde ich sagen, das Messer wieder zurücknehmen, das Überlebensmesser. Ich glaube, das ist stärker. So. Das feuern wir uns rein, weil das bleibt ja auch dauerhaft. Tabletten. Eine mal mitnehmen. Flintenmunition. Pistolenmunition. Bombe mit Fernzünder. Ätzmittel. Man weiß nie. Wer weiß, was auf uns zukommt. Wir nehmen das jetzt alles mit. Ich speichere vorher natürlich. Das sind auch nochmal Pillen. Na ja, gut. Jetzt kann es wieder vorwärts gehen, ne? Aber warte mal, die. Ne, die Waffe packe ich mal weg. Die andere war besser, oder? Wartet mal, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Die über NPM. Die nehmen wir. Genau, die NPM nehmen wir. Easy. So, jetzt save mal nochmal. Ach, speichern. Ihr wisst ja, wie das ist. So, jetzt. Auf geht's. Was das werden soll. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Na, wir machen erstmal die Piste. Mann, gut, dass sie G-faul sind, Alter. Chemikalien, Brennstoff, nice. Da sitzt einer am Fahrstuhl, oder? Nee, doch nicht, sah nur so aus. Geht's. Jetzt geht's nach unten, oder? Ja. Puh.
Alles nachgeladen? Alter. Wird's immer dunkler, Mann. Hallo? Jetzt sind wir in dem Salzbergwerk. Ah! Oh. Warte, ich habe eine Idee. Shit, man. Ich entsorg mal die Pillen. Ja, ist scheiße jetzt, aber was soll's. So. Jetzt wäre ich da fast durchgelaufen, Alter. Hier ist nichts, ne? Ne. Gut, weiter geht's. Alter, was hier los ist. Boah, sieht geil aus, muss ich mal sagen. Bomben? Irgendwas ist hier? Meine Fresse. Irgendwann ist doch mal noch. Du willst dich doch da jetzt nicht reinsetzen. Na gut. Alter, die Sounds sind so krank, oder? Alter, im letzten Moment. Ja, shit, das war eine Falle. Wie sieht's aus? Ja, alles cool.
Safe Room? Nee. Das ist das Labor, oder? Dank euch ist mein Kopf jetzt seit einer Woche wieder klar und zurück auf normal. Ja, wie man es auch immer nennen soll. Und sie denkt immer noch, dass sie mich hat. Da müsst ihr echt mal dran arbeiten. Sie sieht nicht nur wie ein kleines Kind aus, sie ist auch genauso blöd wie eins. Ha, das glaubst nur du. Mom und Dad sind aber immer noch voll drauf. Ich habe mir Gedanken gemacht. Ist diese Fixierung auf Familie etwas, dass ihr einprogrammiert habt? Ist ein bisschen krank. Also ich meine, es geht um Evelyn auf jeden Fall. Mir, das Miststück, ist immer noch irgendwo zwischen ewig Märchenland und Realität. Sie kann ziemlich gewalttätig werden, also habe ich sie in eine Zelle gesperrt. Dachte, vielleicht macht das Evelyn ärgerlich. Immerhin ist Mia ihr Liebling und so. Ja, wir denken dran. Mia war eingesperrt am Anfang. Aber es scheint sie nicht zu kümmern. Sie geht sie sogar manchmal besuchen. Sie denkt, Mia ist ihre Mami. Wie gesagt, eure Biowaffe ist nicht ganz dicht. Eure Biowaffe? Ja, Evelyn ist ja praktisch die Geburt des Bösen sozusagen. Evelyns Familienfixierung nimmt langsam Überhand. Er sucht bestimmt Liebe und tötet deswegen alles. Also ist zwar ein Widerspruch, aber na, Resident Evil, ja. Brauche ich nicht zu sagen. Sie lässt sie alle mehr und mehr Arschlöcher von der Straße schnappen und fügt sie ihrer Freakshow von einer Familie zu. Vielleicht ist sie es leid, darauf zu warten, dass Mia zu ihr findet. Aber es ist eine Scheißarbeit für mich, weil ich den ganzen Schweinkram aufräumen muss, wenn jemand Neues kommt. Ja, ihr versteht, was er meint, bestimmt. Übrigens sieht Evie krank aus. Ich sag mal, Evelyn, sag ich mal, ja, Evie. Evie, ich sag mal Evelyn, na, ist egal. Übrigens sieht Evie krank aus oder so. Ihre Haut ist ganz faltig und bekommt graue Haare. Soll das so sein? Es ist, als würde sie auf einmal alt werden. Ja, das geht schneller als man denkt heutzutage. Leider. Boom. Bist du alt? Markus Junior! Vielen Dank für dein Follow. Fünf Minuten nach Dosis erbrechen. Dosierungstest. Die sehen ziemlich echt aus, die Bilder. 10 Minuten nach Dosierung tot. 12 Minuten nach Dosis kalt. Achso, das, was eben hier so überall an den Wänden klebt. Serum. Das war die Gewebeprobe. Genau, jetzt haben wir es erstellt. Zerstört Zellmaterial aller individuellen, die auf der E-Serie Biowaffe basieren, nur für die Beseitigung von E-Serie-Objekten zu verwenden. Das Toxin muss vor der Verwendung stimuliert werden. Geben Sie dazu eine Probe von der E-Serie Zellen in den Behälter. Ja gut, das haben wir gemacht. Ich drücke mal Escape, Alter. Was diese... Ich habe jetzt keinen Bock mehr zu lesen, tut mir echt leid. Ich guck bloß, überfliege das bloß schnell, ob was Wichtiges drin steht, was wir vielleicht brauchen fürs Game. 10 Jahre Mädchen ausgewählt. Oh Gott, das kann ja noch richtig krank werden. Die mutiert doch bestimmt noch oder sowas, Alter.
Das sind alles Berichte über die Zellen und ja, eben über die, na, ihr wisst schon. Okay, Granaten. Granaten packe ich mal da rein. Boah, ich weiß nicht, brauchen wir jetzt noch irgendwas Wichtiges? Ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt. Save mal. Ich gehe jetzt einfach mal weiter. Okay, hier gibt's nichts. Verbesserte Pistolenmunition. So. So. Ja. Scheiße, Mann. Ja, scheiß drauf. Ist egal. Na, wo ist sie? Die wollten mir mit dem Granatenwerfer, mit den Granaten irgendwas sagen. Ach komm schon, Digga. Von die Muni brauche ich gar nicht. Hab die Waffe gar nicht. Zieh dir das mal rein. Stell dir mal vor, du musst das im... Wow! Stell dir mal vor, du musst das im Real... Du stirbst jetzt. Oh, oh, fuck. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Scheiße! Scheiße? Das ist mehr als Scheiße. Boah, wohin? Wo lang? Na gut, dass die keine Arme haben. Ich finde das nicht lustig. Vor allem, wo geht's hier lang? Da war noch ein Weg. Shit, 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 shit. Fuck, wo muss ich lang? Oh, wieder daneben. Warte mal, gab's hier nicht. Die Viecher gehen mir auf den Sack. Oh, hey, was geht? Nee, gut, 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 gut. Ja. Einmal Straße. So. Boah, heilige Kacke, ey. Bomben. Hätte man vielleicht die Bomben nehmen sollen, aber na gut. Lach du ruhig. Oh. Ich nehme die Bomben mal, das ist mir zu blöd. So schnell kann man gar nicht reagieren, Alter. Hallo, nicht in Windows. Hallo. Wie soll ich das denn machen, Alter? Scheiß auf die Bomben.
Alter Schwede, ey. Alles wieder cool? Jetzt kommt der Dicke. Wieso? Boah, es sind zwei Dicke. Shit, die leben noch. Was frisst denn der? Meine Güte. Was hier los ist, wa, Leute? So, alles nachgeladen. Bison sieht jetzt leider nicht mehr so gut aus mit Munition. Schade eigentlich. Mal gucken, vielleicht finden wir noch was. Holy shit! Hier noch was? Nee, nee. Nichts Verstecktes, oder? Na bitte, geht doch. Karte des Bergwerks. Und einen Speicherpunkt. Speicherpunkte kommen relativ viel, finde ich eigentlich. Guck mal, Omas Stuhl. Nichts Besonderes dran. Ne. Hey, Kumpel. Goal! Fick dich! Sie ist nicht da. Sie ist weg. Sie ist weg. Das ist die Zelle von mir. Die wir ganz am Anfang hatten. E001. Oma hat das E001. Aber Ivy war E003, oder? Heilige Scheiße. Jetzt sind wir wieder im Haus, oder was? Keime ins Ohr. Oh, das ist tot diesmal. Jojojojo. Das war der Anfang. Wir erleben jetzt praktisch den Anfang.
Wow. Das ist deine Schuld. Meine Schuld. Warum sehe ich das? Ja, warum sehen wir das, was uns am Anfang passiert ist? Okay, geht's rein. Boah, Digga. Jungs, ihr habt doch nur das eine Spiel im Kopf, oder? Nicht nochmal. Lol. Wir laufen einfach ewig hinterher, bringt er jetzt nichts. Oh, lalalala. Ist okay, ich bin's. Ich weiß, du wolltest mir nicht wehtun. Töte ihn, Mami. Ach. Du nicht tun darf. Jetzt kapier ich das. Jetzt zeigen die das praktisch mit Evie. Er will nicht mein Daddy sein. Dann soll er sterben. Jetzt kapier ich das. Jetzt ist Mami dran, dich zu töten. Jetzt zeigen die praktisch, wie das für Mia war. Weil Mia war es selber ja nicht. Das war ja Evie, ganz am Anfang. Und jetzt zeigen die praktisch das nochmal mit Evie zusammen. Weil die haben wir ja vorher nicht gesehen. Oh, ich hasse sowas, Alter. Weil einer von uns werden. Und dann spielst du vielleicht mit uns. Ich spiele nicht. Nein! Schaff das weg von mir! Wow! Jetzt, okay, das ist Realität. Also nicht. Warte, Moment! Sie kann mich angreifen, was ist los? Wo kommt die Puppe her? Das war die... Wie groß die auf einmal ist. Alter, was hier los ist? Ich nehme mal Feuer. Feuer finde ich ganz cool. Ist doch nicht so dunkel. Hallo? Ich glaube, wir nähern uns dem Ende. Ich weiß es nicht. Voll die Hasenzähne. Alter Schwede. Digi, müssen wir jetzt hoch? Ich weiß es nicht. Irgendwas ist passiert hier. Also wir können sie nur verscheuchen praktisch. Weil das ist ja nur die Vergangenheit. Mia ist in Wirklichkeit gar nicht hier. Jetzt schwebt die da oder was macht die da, Alter? Halt weg! Lalalala. Was passiert jetzt, Alter? Nein. Scheiße, wir kommen nicht ran an Mia. An Evie. Brauch noch Serum. Nein. Ach, scheiße. Immer wenn sie Bewegung machten. Weg von mir! Stopp, stopp, stopp! Nein, wir haben nicht gleich. Nein! Doch. Nein, nein, nein! Rein das Zeug! Ja, bitte! Geh doch! Lol. Du. Warum hassen mich alle? Oh, Scheiße.
Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ins Auge, ja, oder wie war das? Also glaube ich jedenfalls. Oder in den Mund. Wird der mal enger? Hilfe! Was? Wie was? Was mache ich mit der jetzt? Wenn ich muss mal. Falls wir das jetzt nicht schaffen, müssen wir mal Objekte verwalten. Ich hasse sowas auf engem Raum, Alter. Das kann ich überhaupt nicht ab. Alter. Vielleicht Feuer. Da ist Munition. Aber Flintenmunition. Nee. Das bringt nichts, ne? Scheiße, was mache ich denn? Ich weiß nicht wohin. Oh Leute. Okay, wir sind auf jeden Fall weiter. Kommt nicht, dass wir tot sind. Ne, wir sind nicht tot, gut. Na, so geht's auch. Aber sie kommt. Alter! Alter! Wie groß noch? Boah! Wo soll ich... Wo soll ich denn schießen? Was sagt die Uhr? Oh, shit, shit, shit. Alter. Ich wollte nur eine Familie. Dass die Oma das ist, das wusste doch keine Sau, oder? Oh, Leute. Ich wollte eigentlich mal gucken, wie viel Medic. Was ist das? Was ist das? Die Waffe! Das sind die vom Heli. Die vom Heli haben gerade gerufen. Schluss los mit den Spielchen. Neun Schuss. Wohin? Wohin schießen? Ich weiß es nicht. Rückstoß. Guck mal. Das war's. Also Ivy war praktisch die Oma und nicht... Okay. Deswegen auch die, hat die auch gealtert. Nicht zu riskieren. Ende der Nacht. Errungenschaften freigespielt. Oh.
Alter. Retten die mich jetzt? Wird doch mal Zeit. Schön, dass ihr zu spät kommt. Ich bin Redfield. Chris? Was wir gefunden haben. Warum hat das so lange gedauert? Das freut mich auch. Hab ich ja schon gesagt. War das jetzt Chris, Alter? Guck mal, wie das von oben aussieht. Alter Schwede. Ethan? Was für ein Riesenvieh. Mia ist auch am Start. Mia. Du hast es geschafft. Ich bin froh. Hab ich? Da passiert doch irgendwas, das kann mir doch keiner erzählen. Man sagt, wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich eine andere. Letzte Nacht hat sich eine geschlossen. Ja, mal gucken, wann sich die nächste... Und diese Nacht war lang. Öffnet. Aber nicht nur für mich. Nicht nur Mia und ich sind Opfer. Sondern auch die Bakers. Es war dieses Ding, Evelyn, die sie so gemacht hat. Umbrella Corporation. Aber jetzt ist Evelyn tot. Wer ist denn Chris? Wir sind hier, um aufzuräumen. Jetzt wird alles in Luft gesprengt. Ich hatte gerade Mias Verlust akzeptiert. Doch sie ist zurück und will von vorn anfangen. Das alles hinter uns bringen. Vielleicht öffnet sich so die nächste Tür. Sehr nice. Jungs, das war's, glaube ich. Ja, was soll jetzt noch passieren, oder? Das gibt's nicht. Wir haben's durchgespielt. Die sollen lieber mal die Spiele wie die Filme machen, damit das auch so ein bisschen cool bleibt, so, weißt du? Wahnsinn, Leute, wir haben es durchgespielt! Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass wir das noch schaffen. YouTube, das war's! In so kurzen Zeiten, beziehungsweise mit so kurzen Folgen, da kann sich manch einer noch eine Scheibe von abschneiden. Gruseliger Scheiß, Alter. Jetzt kann ich ja wieder Lichter machen, oder? Alter Schwede, ey. Ich werde das jetzt mal kurz muten oder vorspulen im YouTube, da Urheberrecht. Ihr wisst manchmal, wie das ist. Sorry. Jungs. Statistik. So, Schwierigkeitsgrad, wir haben einfach gemacht. Spielzeit 9 Stunden 14 Minuten. Easy. Neuversuche 9 Stück. Miss Arrow ist zerstört. Was, 9 von 20 nur? Antike Münzen 11 von 18. Akten gelesen 26 von 32, gar nicht mal so schlecht. Inventarboxen geöffnet 49. Arznei verwendet 29. Stabilisierer verwendet 1. Steroide verwendet 2. Neue Boni freigeschaltet. Schwierigkeitsgrad Irrenhaus. Happy Birthday, Alter. Obiges wurde der Inventarbox im Hauptspiel hinzugefügt. Waffe Albert, also die wir gerade zum Schluss hatten. 01R. Zusätzlicher kostenloser Inhalt Not a Hero Frühling 2017. Okay, was ist Not a Hero?
keine Ahnung, was Not Your Hero ist. Und Frühling haben wir es noch nicht. Keine Ahnung. So. Das war Resident Evil 7 im Twitch wie im YouTube. Vielen Dank für alle, die das sich reingezogen haben.